Hallo ihr Lieben, danke für eure Geduld. Ich hatte leichte Speicherplatzprobleme mit meinem Handy, musste da erstmal jetzt den Kenner bemühen und das alles löschen, damit ich jetzt den nächsten Teil für euch hochladen kann. Es hat nur eine Karte gefehlt zu den drei Karten von den Feen für diese Woche vom 23. bis 29. April. Und das war die Sicherheit. Und die Sicherheit ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Karte, weil die signalisiert, dass alles gut ist und dass effektiv ihr nur aufgerufen seid, in all diesem Energiewirrwarr, das momentan so zu spüren ist, mehr oder weniger deutlich zu spüren ist, dass ihr bitte dafür sorgen sollt, euch dabei zu ertappen bzw. zu entdecken, wenn ihr euch nicht so gut fühlt. In dem Moment macht ihr euch Sorgen, habt Zweifel, habt Ängste, wisst nicht so recht, wie das alles sich eintüten soll für euch, wie das alles gut werden soll. Und das ist jetzt eure Haupthausaufgabe und Aufgabe, dass ihr euch um Themenbereiche gedanklich bemüht, die euch ein gutes Gefühl entlocken. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, weil hier auf der Karte ist, vielleicht könnt ihr es sehen, ist jetzt vielleicht etwas dunkel. Jetzt könnt ihr es besser sehen. Da sind diese, ja, wie soll ich sagen, dunklen Gesellen rechts und links des Weges, die einen dann so ein bisschen verführen können. Diese dunklen Gesellen stehen für, wie gesagt, Ängste, stehen für Zweifel, Sorgen und ein negatives Zukunftsbild. Und das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Sie sagen, ihr sollt ihnen bitte aus dem Weg gehen und sollt euch doch bitte schlicht und ergreifend in dem Wissen und in der Gewissheit, dass für euch gesorgt werden wird, dass alles gut ist und gut wird. Denn ihr habt alles schon ganz toll bestellt, aus eurer Erfahrung raus, die euch vielleicht nicht so gefallen hat, was ihr wollt. Und das ist alles auf dem Weg zu euch. Wir hatten heute auch die finanzielle Flusskarte, die auch euch zeigt und anzeigt, dass jetzt was in euer Leben rollt, was euch sehr gefallen wird. Also, bitte aus dem Weg gehen und die Lieben machen lassen, das Gesetz der Anziehung wirken lassen, bitte. Und ihr habt nichts anderes zu tun, als euch in Sicherheit zu wiegen. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen Generalmanager, der alles für euch übernimmt und dem ihr einfach alles, was euch nicht so gut gefällt, in die Hand gebt und sagt, du mach du das für mich, ich lege mich jetzt in die Hängematte. Kümmere mich jetzt darum, dass es mir gut geht. Und was anderes habt ihr jetzt wirklich nicht zu tun. Und das zu üben, natürlich. So, ihr Lieben, das war der zweite Teil und letzte Teil für diese Woche. Ich hoffe, das mit dem Upload klappt jetzt dann noch richtig gut und schnell. Und ihr kriegt das jetzt noch ganz schnell. Ich wollte mich nochmal bedanken für all eure Kommentare. Auch für natürlich den Hinweis, dass jetzt der zweite Teil noch fehlt. Auch für eure Anfragen und eure lieben Wünsche. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich jedes Mal sehr drüber und ich freue mich natürlich auch wieder auf euch und auf nächste Woche. Tschüss.